Geht die Welt auch unter, wir Narren bleiben munter. Sessionsauftakt auf dem Marktplatz. Für Karnevalsfans hat am Sonntag pünktlich um 11.11 Uhr wieder die schönste Zeit des Jahres begonnen. In den rheinischen Karnevalshochburgen und anderen Teilen Deutschlands läuteten tausende Jecken die neue Saison ein. Die fünfte Jahreszeit hat auch vor unserer Region nicht Halt gemacht, trotzdem gingen es die Narren in unserem Sendegebiet gemächlicher an. Bereits vor 11 Uhr herrschte auf dem Quedlinburger Marktplatz reger Trubel. Der Quedlinburger Karnevalverein sorgte für gute Stimmung. Nun folgte der seit Jahren übliche Dialog zur Erstürmung des Rathauses. Wir fordern den Stadtschlüssel und des Rates Haus. Das Rathaus ist mein fester Hort. Ich bleibe hier und gehe nicht fort. Ich will die Stadt von hier verwalten. Ich werde den Marktplatz umgestalten. Dann sind vom Markt weg die Steine, dann steht ihr im Morast alleine. Wenig überraschend eroberten einige wenige Narren den von Scharfschützen umgebenen Oberbürgermeister Dr. Eberhard Brecht. Gefangen in Handfesseln wurde der Oberbürgermeister dem närrischen Volk auf der Rathaustreppe übergeben. In einem Triumphzug und unter Hochrufen wurde das neue Prinzenpaar von einer Blaskapelle begleitet und in einem Gespann vorgefahren. Zu Ehren des neuen Prinzenpaares Uwe des Vierten und Karin der Zweiten gestalten die Flumis von der Kita Wumi mit voller Hingabe ein kleines, auflockerndes Programm. Als kleines Dankeschön erhielten die Kids Taler aus Gold, die wegen der klammen Stadtkasse allerdings aus purer Vollmilchschokolade geprägt wurden. Als Trinkgeld vom Prinzenpaar. Nun war der Zeitpunkt der Macht- und Schlüsselübergabe an das neue Prinzenpaar durch Oberbürgermeister Dr. Brecht gekommen. Für 100 Tage wurde die Schlüsselgewalt an die Narren abgegeben. Bleibt abzuwarten, was die neuen Stadtoberen an Illusionen verwirklichen können. Die Herzen der Kinder haben die neuen Stadtregenten bereits erobert. Als erste Amtshandlung ließen sie, zur Freude der Kinder, statt Versprechungen Bonbons vom Himmel regnen. Unter dem neuen Motto, geht die Welt auch unter, wir Narren bleiben munter, gehen die Quedlinburger Karnevalisten in die neue Saison. Der Quedlinburger Karnevalverein hält in dieser Saison noch viele Veranstaltungen mit fröhlichen Überraschungen bereit. Von der Leistungskraft des QCV können Sie sich selbst überzeugen. Ob der Funke dann überspringt beim Kinderfasching, Seniorenfasching oder gar bei der Prunksitzung im Kaiserhof, liegt ganz bei Ihnen. Die Mitglieder des Quedlinburger Karnevalvereins sorgen dann wie über Jahre bewährt mit einem neuen Programm für Jubel, Trubel und Heiterkeit.